Hi Leute, willkommen zu einem weiteren Zubehörtest für die Oculus Quest 2 und zwar sind das Adapter für die Controller, damit ihr ein besseres Waffenfeeling habt. Wir schauen uns das Ganze mal an. Wir haben hier diesen kleinen Karton, wir wissen von außen gar nicht so richtig, was uns da eigentlich erwartet und deswegen packen wir das jetzt Ganze mal aus. Das sind Adapter. Die lassen euren Controller sich wie eine Waffe anfühlen, wie eine Pistole und sollen dadurch die Immersion verstärken. Und das gucken wir uns jetzt mal an. Also, das ist im Prinzip ganz einfach. Ihr nehmt hier das erste Teil, schiebt euren Controller rein. Zack. So. Dann kommt das nächste Teil. Besteht aus drei Teilen. So. Dann kommt das hier. Das hier wird darauf geschoben. Zack. Ja, sieht doch schon mal fast aus wie eine Pistole. Ist aber noch nicht fertig. Denn jetzt kommt noch das Ding hier. Und das hier kann ich euch mal kurz zeigen hier. Guck mal, das ist auch so richtig so ein Kim und Korn. Kann man hier sogar richtig durchzielen, wenn man das sehen würde natürlich. Hier an der Seite schön gold lackiert. Mit dem AMVR-Logo. So, das wird jetzt hier oben raufgeschoben. Zack, eingerastet. So sieht das Ganze jetzt im Prinzip aus. Ja, sieht eigentlich ganz cool aus. Hat auch ordentlich Gewicht. Also man spürt definitiv, dass man da jetzt ein bisschen mehr Gewicht in der Hand hat. Und es zieht natürlich so ein bisschen. Also es hat natürlich jetzt vorne Übergewicht, ne? Das merkt man natürlich. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass es sich wirklich dann immersiver anfühlt, wenn man jetzt eine Pistole in einem Spiel in der Hand hat. Dass man natürlich, wenn man die VR-Brille auf dem Kopf hat, wieder das Design sieht, also diese ganzen netten kleinen Details hier, wie hier dieser Mündungslauf und halt hier diese Kim und Korn Vorrichtung, hier dieses Visier. Und dass es hier unten auch so schön noch schwarz abgesetzt ist und so. Das sieht man natürlich alles überhaupt gar nicht, wenn man die VR-Brille auf dem Kopf hat. Aber es sieht so auf jeden Fall schon mal ziemlich nett aus. So sieht es ziemlich nett aus. Tracking wird auch nicht beeinträchtigt, da der Controller-Ring völlig frei ist. So sieht das Ganze jetzt aus. Fühlt sich auf jeden Fall schon mal cool an. Und das Ganze schaut sich Nessie jetzt mal in Aktion an. Sie wird jetzt mal zwei Spielchen spielen, wo die Dinger zum Einsatz kommen. Und dann sprechen wir uns gleich wieder. Bis dann. Thank you.
So, Nessie, und? Wie fandest du das? Also, gib mir mal ein. Was mir gleich als allererstes aufgefallen ist, ich habe ja Pistol Whip gespielt. Mega cool. Auch wenn man es nicht sieht, aber man hat einfach das Gefühl, wirklich eine Waffe in der Hand zu haben. Wodurch kommt dieses Gefühl, ist ja die Frage, ne? Weil, naja, dadurch, dass man es wahrscheinlich sieht ja, man sieht ja gar vorne nichts. Schwerer ist einfach. Ja, so ein bisschen einfach nach vorne kippt. Ja. Also, du das siehst eigentlich gar nichts. Also das ist eigentlich völlig unwichtig, wie es aussieht. Aber dadurch, dass du halt vorne dieses lange Ding da dran hast, hat es einfach dieses Gewicht vorne und es, du hast wirklich dann das Gefühl, dass du wirklich eine Pistole in der Hand hast. Also das ist schon ganz cool. Steigert, und optisch finde ich sie eigentlich auch ganz schick. Optisch sind die auch ganz schick, auf jeden Fall. Ja. Ja. Da hast du halt nichts von, wenn du die VR-Brille auf dem Kopf hast, aber nee. Aber so haben sie das echt schick gemacht. Also ganz schick und die Immersion wird auf jeden Fall dadurch gesteigert. Also wenn euch das... Kriegt ein Like von mir. Kriegt ein Like, siehst du? Wenn euch das interessiert und ihr das über unseren Affiliate-Link kauft, dann bekommen wir eine kleine Provision. Für euch ändert sich der Preis natürlich nicht. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich über ein Like. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder sonst irgendwas wissen möchtet, schreibt es gerne in die Kommentare. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dann, macht's gut, ciao. Tschüss.